Hallo! Wie ihr bestimmt alle wisst, haben wir letztens unseren gemeinsamen Song Free My Mind released und wir dachten, dass wir euch jetzt ein bisschen was erzählen über unseren Personal Background hinter den Lyrics. Was steckt dahinter? Und den Song findet ihr natürlich auf allen Plattformen und das offizielle Musikvideo dazu auf YouTube. Let's go! Also, der Song ist während der Quarantäne entstanden. Seit Farmer Self released wurde, haben wir gesagt, wir wollen einen zweiten Song zusammen rausbringen und schreiben. Und dann kam Corona und dann Anna so, hey, no problem, wir machen das über Zoom, das geht voll gut. Ja, und es ist weird. Am Anfang war es schon speziell und holprig, aber mittlerweile, ich habe schon so viele Songwriting-Sessions über Zoom gemacht, auch mit Leuten, die nicht in der Schweiz sind, und es wäre sonst nie so einfach gegangen. Everything's possible. Yeah. Jetzt sind wir wieder weit. Ja! Ja. Das war cool. Also, let's start. Yes. Let's go. My days are gone, now I'm feeling strong. I need to go on. Das heißt eigentlich so viel wie, es tut so, so gut, einfach alles mal rauszulassen. Ich kenne das selber, wenn es dann so richtig schlecht geht, einfach mal so extra sad Musik abspielen lassen und so richtig alles rauslassen. Danach geht es dann so viel besser und man kann einfach weitergehen, ein Step forward machen. Yeah, sticks and stones, they won't break my bones, won't break my bones, no, no, no. Es geht eigentlich so um die Hindernisse im Leben, jetzt ist ja immer ein Auf und Ab und life is tough, but so are you. Und die Hindernisse machen uns nur stärker und wir werden einfach noch besser im Probleme lösen und Challenges meistern. Why do I even care? No reason to compare. Ich hab Anfangs, ja, so im Januar hatte ich irgendwie eine Phase, wo es mir nicht so gut ging. Und ich habe halt gemerkt, dass ich so vom Mindset her mich voll auf negative Sachen fokussiert habe und dem halt so Fokus und Zeit gegeben habe. Und auch habe ich mich verglichen und war so, boah, mache zum Beispiel mit der Musik genug Fortschritt und so. Und ich muss dann auch sagen, sich vergleichen bringt halt so gar nichts. Und ich muss mich wieder daran erinnern. Und deshalb habe ich es auch in den Song reinnehmen wollen, weil noch als Reminder, es bringt es nicht, wenn man sich vergleicht. Wir sind alle auf unserem Weg und machen alles, was wir können und ja, voll. I'm on my way, one fade to gray, away. Was mir persönlich einfach mega wichtig ist, ist, mich immer wieder daran zu erinnern, dass mein Weg ist. Und mein Weg sieht vielleicht komplett anders aus als Annas Weg sogar. Und wir stehen so nah. Wir sind mega ähnlich und haben einen ähnlichen Lifestyle. Und trotzdem sind unsere Wege irgendwie mega anders. Und das kann manchmal so schwer sein, das zu verstehen und das zu akzeptieren, weil man denkt, man macht was falsch. Aber nee, nur weil man es anders macht, heißt es nicht, dass es falsch ist. Das braucht mega viel Zeit und Geduld und Kraft, das auch so durchzuziehen. Aber ja, man arbeitet ja ständig ein bisschen an sich. Whoa, whoa, whoa. Every downfall is a chance to fly. Das ist genau nochmal das Gleiche mit dem Up and Down. Wenn alles im Leben immer gleich wäre, dann würde man auch das Schöne auch weniger schätzen. Und wenn es einmal nicht mehr gut geht, dann ist es auch wieder eine Chance, dass es dann wieder besser wird. Und dass man was ändern kann und man daraus lernen kann und es wäre langweilig, wenn es die ganze Zeit immer gleich wäre. Wow, wow, without doubt we cannot rise. Es braucht einfach die harten Zeiten, weil erstens machen die einen zuerst mal traurig, aber danach stärker, man kommt stärker wieder raus. Ohne die schweren Zeiten kann ich die guten Zeiten gar nicht so richtig genießen. Genauso wie ich kann einen schönen Sommertag viel mehr genießen, wenn ich weiß, es könnte jetzt auch schneien. So. Oh, I need to free my mind, free my mind, yeah. Free my mind, das heißt eigentlich, wenn man sich wieder dem bewusst wird und sich mal selbst beim Denken zuhört und mal so hört, hey, wie ist der Umgang mit mir selbst in meinen Gedanken oder wie viel Fokus gebe ich welchen Dingen im Leben, dann kann man selbst mal ein wenig aussieben und ja, weil wir sind nicht der Denker, sondern wir sind der Zuhörer vom Denken, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist zu lieb. Manchmal denkt man gar nicht bewusst, genau. Sondern mein Unterbewusstsein sagt zum Beispiel, du bist scheiße,
Genau. Und dann muss ich mir selber sagen, nein, ich bin nicht scheiße. Und wir sind so gut im uns schlechte Dinge selber unbewusst sagen. Mhm. Und dazu, dagegen muss man auch selbst ankämpfen. Wie so einen Schritt zurück und mal zuhören, so wow, so würde ich ja auch jetzt meiner besten Freundin irgendwie sprechen. And I know it will be alright, yeah. Da geht es einfach ganz, ganz fest um Zuversicht. Ich sage mir immer selber, es kommt schon irgendwie. Es kommt schon gut. Cool. It will be alright. Somehow. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie kommt. Man muss auch nicht immer wissen wie. Das ist mega, mega wichtig. Vertrauen. Das ist direkt die nächste Line. Oh, if it's meant to be, I got to surrender to my destiny. Vertraue deinem Schicksal. Gebe dich deinem Schicksal hin. Nicht einfach nur hingeben, sondern mit Vertrauen. Mhm. Wie gesagt, es kommt irgendwie gut. Mein Schicksal wird meinen Weg irgendwie leiten. Es kommt, wie es kommen muss. Alles passiert aus einem guten Grund. Das habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört, aber it's the truth. I'm trapped inside, got nowhere to hide from my own thoughts. Wie vorhin angetönt, wir haben ja den Song während Corona-Lockdown in der Schweiz über Zoom geschrieben. Und in der Zeit fiel mir doch auch die Decke auf den Kopf. Und ich habe am Anfang habe ich wirklich monatelang keine Freunde gesehen, weil ich war sehr, sehr vorsichtig. Ich hatte so viel Zeit zum Nachdenken und ich bin schon eher nachdenklich veranlagt. Das ist ja auch gut als Songwriter. Man kann viele Songs schreiben, wenn man es einfach rauslässt. Aber ich habe mich schon manchmal in meinen eigenen Gedanken eingesperrt gefühlt und mir hilft halt immer, mich mit Leuten auszutauschen, andere Perspektiven zu hören. I shouldn't cry, why is it on my mind all the time? Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie das mit dem Trapped. Also wenn mich was belastet, dann sitzt das da in meinem Kopf die ganze Zeit und bringt mich vielleicht auch zum Weinen, ist ja normal. Und dann sage ich mir aber irgendwann selber so, jetzt werde ich geheult. Ja, dann fragt man sich auch, Mann, warum kann ich das nicht einfach loslassen? Warum ist das da die ganze Zeit? Aber es ist auch völlig normal. Irgendwann wächst man darüber und es passieren neue Dinge, es kommen neue Dinge, die einem gut tun, die deinen Weg verändern auf irgendeine Weise. Und ja. The time is now, so don't bow out. Es geht um die Selbstzweifel. Ich hatte auch in diesem Jahr oft sehr starke Selbstzweifel. Ich war manchmal so vor dem Mikrofon und ich konnte einfach nicht singen, weil ich mir selbst so viel Druck gemacht habe. So don't bow out, die Gedanken sollen sich halt verpissen. Piss off! Und ich glaube eben auch viele Musiker strugglen wahrscheinlich mit dem. Also ich habe es auch schon viel mal gehört und eben ich selbst auch. Dass man halt wie darauf wartet, bis das Resultat wie perfekt ist. Aber es ist halt immer eine Momentaufnahme und man wird in einem Jahr hundertprozentig besser sein als jetzt und in zwei Jahren noch besser. Aber es ist auch voll schön und okay und das sollte einem trotzdem nicht daran hindern, jetzt schon etwas rauszugeben. Und dann deshalb, the time is now und wir sind genau dort, wo wir jetzt sind. Und it's a constant process. Voll, das ist ja schön. No, I never said it was easy, but I wouldn't choose easy anyway. Es ist nicht immer alles easy peasy, aber das ist auch gut so. Und deshalb sage ich mir auch so selber, ich würde auch nicht das Einfache wählen. Also ich bin im Musikbusiness tätig, im Content Creation, Instagram, Tanz, Business. Und das ist kein einfaches Business. Ich will auch überhaupt nicht rumheulen, aber es ist nicht der einfachste Weg, den man gehen kann. Es ist ein wunderschöner Weg. Also es sieht vielleicht immer so easy peasy aus und alles gut, aber es steckt natürlich mega viel auch dahinter und auch ich zweifle mega oft so, what the fuck am I even doing? Macht das überhaupt Sinn? Mach ich wirklich das Richtige? Und da muss ich einfach dann ganz fest in mich hereinhören und mich fragen, macht mich das glücklich? Und wenn die Antwort ja ist, was sie eigentlich immer ist, sonst würde ich nicht hier sitzen. Und darum geht's in dieser Zeile. It's okay not to be okay, as long as I move on. Wow. Ja, es ist absolut okay, wenn es einem mal nicht gut geht. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon irgendwie tausendmal angesprochen. Solange du aber auch
wieder einen Punkt findest. Wie gesagt, wo es einfach, wo du für dich entscheidest. Jetzt geht's weiter. Jetzt will ich nach vorne schauen. Ja, it's all about that. Just go your way, doesn't matter what they say. And you will see, the voices will begin. Da geht's auch darum, einerseits was andere sagen, ist doch egal. Weil zum Beispiel bei mir, als ich gesagt habe, hey, ich will Sängerin werden, waren mega viele so, really? Du weißt schon, dass du nicht in Hollywood wohnst und dass du einfach aus der Schweiz bist. Und du weißt schon, dass es nur im Film so funktioniert. Und mega viele waren so, really? Ja, wenn es für dich sich richtig anfühlt, dann mach, egal was andere sagen. Und auch die eigenen Stimmen eben. Mhm. Also ich habe, meistens sind es bei mir jetzt die Stimmen hier drin, die sagen, die immer, ja. Ausbilden und sagen, shut up. Es braucht mega Zeit, damit umgehen zu können und auch einzuschätzen, okay, vielleicht muss ich jetzt echt darauf hören und jetzt ein bisschen kritisch sein mit mir. Aber dann gibt es auch Momente so, nein, es ist genau gut so, wie es soll. Aber ja, ich muss jetzt auch dazu lernen, so, ne, ich werde jetzt auch mal confident und gehe nicht vom Schlechtesten aus. There's a reason why I started, there's a reason why I tried. I will always be the one that stands back up and wins the fight. Also, ich habe das schon angesprochen mit dem Business. Ich habe mich ja ganz bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen, den ich gehe. Das hat mega, mega einen tiefen Hintergrund. Also, seit ich laufen kann, nehme ich Tanzstunden. Seit ich sprechen kann, singe ich. Seit ich irgendwie 10, 11 bin, nehme ich Gesangsstunden. Und einer dieser Gründe ist auch, es erfüllt mich einfach so sehr. Und eigentlich ist es ein riesiges Privileg, diese Passion meinen Job zu nennen. Und nur schon das ist einfach ein mega Grund, jeden Morgen aufzustehen. Einfach weiter zu ackern und weiter auch an mir zu arbeiten. Und deshalb weiß ich auch, dass ich immer wieder aufstehen werden kann und weiterkämpfen kann. Und das ist so schön, einfach so jemanden zu haben, zu der so ein wenig das Gleiche geht. It's okay not to be okay, as long as I move on, yeah, yeah! Das Leben ist halt immer ein Prozess und ich habe früher immer gedacht, es gibt irgendwie dann diesen Punkt im Leben, wo man einfach glücklich ist und alles stimmt und schön und happy flappy. Aber das Ding ist, der Punkt gibt es nie im Leben. Man wird immer im Prozess sein, man wird immer neue Ziele haben zum Glück. Das ist etwas Schönes. Und ja, ich glaube, man ist dann glücklich und erfolgreich, wenn man sich genau jetzt glücklich und erfolgreich fühlt. Und ich habe jetzt letztens auch gemerkt, so, wenn ich meine, es gibt so viele Dinge, die ich noch erreichen möchte. Und ich möchte auf Tourneen gehen und Dinge machen und bei Open Airs spielen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, vor 5 Jahren, was waren meine Ziele für jetzt? Ich bin genau dort. Seitdem, dass ich das gesehen habe oder erkannt habe, bin ich so viel glücklicher einfach im Jetzt. Wir hoffen mega, dass das Ganze ein bisschen Sinn macht. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben, so ein paar persönliche Gedanken hier reinzubringen und euch so ein bisschen in unseren Kopf mit reinzunehmen. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vergesst nicht, den Song rauf und runter zu streamen. Stream schön! Yes. Und in eine Playlist zu tun. Und das Musikvideo ist auf YouTube. Yes. Viel Spaß. Bye! Bye. Oh, I need to free my mind. Free